Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play zu Minecraft mit dem Poképack und diesmal mit Challenges und so weiter. Ich habe ja schon mehrmals angefangen, ein bisschen gespielt und einen Server sogar gemacht, der recht gut angekommen ist, aber leider durch ein paar Ausländer, die die Regeln missachtet haben, nicht mehr so gut gegangene Server. Und jetzt werde ich ein neues Spiel beginnen und werde eben Challenges machen. Eine Challenge ist zum Beispiel, ich werde die 085, also die richtigen, die jeder Spiel nimmt, die diese Typen, werde ich nicht nehmen. Ich werde zum Beispiel Käfer-Pokémon nehmen. Ich werde Kampf-Pokémon nehmen. Ich werde Geist-Pokémon nehmen. Also alle Typen, die nicht so gebraucht werden. Aber ich werde trotzdem die manchmal noch ein paar Pokémon mit normalen Typen-Dingen einfach zum Zeigen oder so. Also ich werde es nicht verbieten, aber ich werde mich konzentrieren auf die weniger gebräuchlichen Typen. So, dann habe ich neue Mods installiert, zum Beispiel Carpeted Blocks, Microblocks und sonst noch ein paar Mods. Und ich werde Städte bauen und ja, Arenen, ganze Gebiete neue und alles Mögliche. Ich werde auch eine Pokémon-Liga machen mit Orten und dann mit dem Turnier am Schluss. Und ja, eventuell werde ich das dann mal zu einem Server machen, aber momentan auch nicht. Das müssen wir dann, ja, mal schauen, wie gut das Projekt ankommt. Wenn es gut ankommt, dann werde ich natürlich auch einen Server machen, wo die anderen Leute, zum Beispiel ihr auch, mitspielen könnt, mitbauen könnt und alles Mögliche. Also, wir starten eine neue Welt. Ah ja, kurz noch will ich zeigen die Mods. Also zum Beispiel hier ist drin Microblocks, BMScore, Tricapitator, MBScore, Autofood, Better Storage, Bibliocraft, Natura, Bibliowoods, Natur Edition, Carpeted Block, Mayo, Arturus, Chatbubble, Cloud Storage, Custom NPCs, Damage Indicators, Inventory Tweaks, Map Rider, Mr. Crayfish's Furniture Mod, Nadenuk Case, Pixelmon, RD, Vehicle Tools, Poke Cycle, Poke Markt, V2, Simple Recycling Tube Stuff und Vehicle API. Also, was die Mods alles können, das erkläre ich euch. Es ist auch ein Let's Help. Und ja, ich habe ein paar Sondereinstellungen gemacht, zum Beispiel, dass die gegnerischen Pokémon nicht einfach angreifen. Das ist der größte Kritikpunkt an dem Mod. Da habe ich ausgeschaltet, jetzt dürfen die Monster, gegnerischen Monster nicht mehr angreifen, sonst greift uns ein tausendfaches Pummeluff mit Level 1 an, also tausendmal an, und das hat überhaupt keinen Sinn. So, dann machen wir hier am besten mal große Biome. Wir wollen dann eine richtige Stadt bauen, zum Beispiel auf dem Grasland und so, da brauchen wir große Biome. Bauwerk an, Bonustruhe an und Seed wollen wir nicht verwenden. Dann nehmen wir einen Namen, zum Beispiel, wie heißt die Pokémon-Welt? Kanto. Wir nennen sie Kanto. Nicht Kanti, sondern nicht Kantine, sondern Kanto. Also, dann werden wir gleich mal reingehen in unsere schnuckelige Welt. Voller Pokémon, voller süßer Pokémon. So, wir suchen hier uns ein Start-Pokémon aus und empfehlen kann ich Piplup, dann kann ich Cyndaquil empfehlen und ich kann noch ein Pflanzen-Pokémon empfehlen. Da bleibe ich bei Bulbasaur, das ist das Beste, aber wir nehmen ein anderes Pflanzen-Pokémon und zwar Trico. Also der Gekarbor auf Deutsch. Ja. Und wir sind im Dschungel gelandet. Können hier mal einen Waypoint hinstellen, zum Beispiel. Ja, spawn. So. Gut, dann werden wir uns hier mal irgendwas suchen.
Was haben wir denn? Friedlich. Bleibt friedlich, weil Pokémon spawnen auch so. Und ich sehe gerade keine Pokémon, aber ich höre ein Huhn. Keine Ahnung, wo die Pokémon sind. Ich habe sie eigentlich häufiger gemacht. Oder habe ich sie seltener gemacht? Sollten aber eigentlich Pokémon drauf spawnen, sonst wäre es ja kein Pokémon-Mod. Kein Let's Play über Pokémon. Also fangen wir mal an mit dem Baumfällen. Die Musik ist heute ein bisschen zu laut. Bisschen leiser, so. Die Dudelmusik. Schade, dass sie nicht die Lizenzen haben für die Musik, sondern Pokémon-Musik wäre richtig geil. Ich sehe auf der Map rechts oben ein Haus oder so. Es könnte ein Pokémarkt sein. Oder es könnte ein Baum sein, der einfach blau ist. Blaue Blätter hat. Ja. Keine Ahnung. Gehen wir mal dorthin. Aber zuerst bauen wir uns hier kurz die Werkzeuge. So. Haben wir den Schrott hier. So. Du musst hier runter. Und jetzt natürlich provisorisch eine Holzspitzhacke. So. Die nehme ich mit. Und jetzt graben wir uns hier rein. So. Also eventuell müssen wir dann in ein anderes Biom. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Pokémon hier spawnen. Ich glaube, im Jungle tun allgemein nicht so viel spawnen. Da sollten wir schon einen anderen nehmen. Also, jetzt können wir hier zuerst einmal einen Ofen herstellen. Aus denen können wir eine Spitzhacke und dann haben wir eins zu wenig. Machen wir noch eins. So. Jetzt Steinaxt und Schaufel. So. Jetzt schauen wir mal den Tree Captor Mod an. Das sollte eigentlich jetzt gehen. Ja, er geht, weil es langsamer geht. Dafür geht der ganze Baum kaputt. Und pum. Und hier ist ein Pinsir gelandet. Hallo Pinsir. Was machst du so? Ein großes Pinsir. Ja, dann sollten wir unsere Gekaba ein bisschen trainieren und dann mit dem Pokémon fangen, aber alles nach der Reihe natürlich. Ich möchte aber einen Baum, also einen Setzling haben von den Dschungelbäumen. Irgendwie, das sind die Wolken, genau. Können wir noch ein paar Wolken runterholen. So. Leider keine Setzlinge, doch einen Setzling haben wir. Reicht das? Wenn wir nicht nur einen mitnehmen. Dort ist noch einer. Und Äpfel haben wir hier auch. Ja, ich müsste eventuell die Pokémon noch ein bisschen häufiger machen. Vor allem im Jungle hilft das sehr. Ja, leider immer noch nicht gut aufgedeckt, damit ich sehe, was das ist. Aber das ist wahrscheinlich ein Pokémon-Markt, die sind neu und bieten einen Verkäufer meistens. Also wenn er da ist. So, jetzt müssen wir hier rüber irgendwie. Wir gehen am besten irgendwo zu einem Pokémon Center. Dann haben wir schon eine Heal Station. Und dort können wir dann... Ah, der funktioniert hier nicht. Ah, hier funktioniert er. Der Tree Captor. Gut. Immerhin. Nehmen wir auch so einen Baum mit. Plus die Setzlinge. Sehr schön. Gut, dann
gehen wir weiter. Und es scheint wirklich ein Pokémon-Markt zu sein. Gut. Hier haben wir zum Beispiel ein Bellsprout, eine Knofenza und ein Arbok, ein Ekans auf Englisch. Und sie quassen Pokémon-typisch immer ihre Wörter. Das haben sie gelernt, aber alles andere haben sie nicht gelernt auf Deutsch oder auf Englisch. Aber auf Deutsch wäre super. Also schauen wir mal an. Eine Ender-Chest. Aber keinen Kassierer. Schade. Ja, nehmen wir ein paar Glowstones mit. Wir klauen einfach mal ein paar Glowstones. So. Nehmen die den Staub mit. Erkennt's. So, Bücherregale könnten wir auch mitnehmen. Aber nicht so viele. Wir brauchen vor allem die Axt dann noch. So, einfach mal ein Regal. Genau. So. Dann schauen wir mal, wo wir da noch etwas anderes finden als Dschungel. Oh, ein Sichlor. Schön. Hier möchte ich noch den Ding mitnehmen. Kokos, Kakobohnen. Genau. So. Da oben ist eine Wüste. Da gehen wir jetzt nicht hin. Aber erkunden es kurz. Ich möchte... Ja. Eigentlich möchte ich jetzt... was wollte ich? Ein paar Rohstoffe sammeln in den Höhen, aber... Nein. Ah, einen Turm hat es hier. Scheinbar. Hier hinten irgendwo. Oder geht der in die Tiefe? Ich glaube, das ist ein Turm, der in die Tiefe geht. Ah, ein Strand ist hier nur. Okay, dann gehen wir ein bisschen weiter runter. Ja, es muss ein Turm sein, der in die Tiefe geht. Gut zu wissen. Den erkunden wir dann mal. Eine Kuh möchte ich nicht. Die brauche ich momentan nicht. Wir sind ja im Peaceful Mode. Irgendwie ist dieser Dschungel endlos. Nicht so gut. Goldini. Ein Goldini hier? Komisch. Sollte eigentlich nicht so sein. Oh, geh weg. Und hier ist ein Mirapla, was ganz klein ist. Also es gibt verschiedene Größen. Und die, ja, entweder Mikro oder Gigantism. Also Wahnsinn, was der Unterschied ist. Also wir werden schauen, dass wir ein paar solche Dinge haben. Leider können wir keinen Zoo machen, weil die Pokémon die spawnen oder bleiben nicht draußen. Das ist das Blöde. Aber ja, wir könnten manchmal ein paar Ausstellungen machen oder so. Wir können ein bisschen Rollenspiel machen. Ja, es ist auch ein Rollenspielprojekt. Und ja, ich werde dann alles... ja, nach einiger Zeit machen. Also seid gespannt, das Projekt wird richtig gut und unterschiedlich abwechslungsreich. Und ich denke mal, für den Anfang können wir hier an dem See ein bisschen bleiben. Und die, weil die Biome sind schon recht groß. Aber das ist auch gut so. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier... ich weiß nicht, hier ist es halt nicht so eben. Aber der See wäre richtig schön. Okay, wir gehen aus dem Dschungel. Wenigstens aus dem Dschungel. Das möchte ich noch machen, sonst können wir kurz fliegen. Ja komm, wir fliegen kurz. Es ist ja nicht viel geschieht.
Game Mode 1. Dann geht das viel schnell. Ich gehe jetzt einfach nach Süd. Ding, da sind die Pluszeichen. Also ist kein Minus zu sehen. Das gefällt mir am besten. Gehen wir einfach nach Südosten. Eine Wüste, oh Gott. Eine Wüste wollte ich nicht. Gehen wir weiter. Ich will so am Spawn eine große Stadt machen. Können wir so eine Dschungelstadt bauen? Oder sonst irgendwas. Ah, hier ist Berg. Ja, Berg. Also Extreme Hill wahrscheinlich. Ja, Extreme Hills, Edge. Naja. Geht so. Also, ich finde es jetzt nicht so schön. Und eine Insel möchte ich auch nicht so gern bauen. Hier haben wir einen See. Einen schönen Berg. Ja, ich denke, ich bleibe hier. Und werde zum Beispiel ja, auf dieser Insel hier unsere Basis bauen. Dann gehen wir wieder aus dem Game Mode raus. So. Und haben hier eine schöne Basis. Das werde ich zudecken. Da werde ich jetzt nichts bauen. Abbauen. Ich werde hier mal den Ofen hin tun. Das Dschungelholz nicht. Das Eichenholz für Kohle. Und werde hier ein paar Bäume hinsetzen. Zum Beispiel hier. So. Und den Pokémon Pokéball aufnehmen. Pokeloot FTW. Haben wir Erfolg. Ein maximales Elixier haben wir bekommen. So. Oh, es regnet ganz viele Baumstämme und Setzlinge. Ich möchte gerne den Setzling wieder setzen. Es heißt ja Setzling, dann setzen wir ihn. So. Hier auch einen. Und hier drüben. So, aber jetzt möchte ich noch kurz einen Wegpunkt machen. Die Insel ist dort. Dann mache ich hier den Wegpunkt. Haus. So. Und jetzt werden wir noch in eine Höhle gehen und ein bisschen Eisen besorgen. Oder zumindestens Kohle. Nein, das ist nicht so ein gutes Monster. Ich will eigentlich jetzt schon angreifen, aber gegen Feuer ist unser Kabor schwach. Ah, ein Radikal. Ein Ratzfratz, meine ich. Ein volles Pfund aufs Maul, bitte. So, oh. Okay, wir haben Absorb gelernt und sind jetzt Level 6. Aber jetzt haben wir keine HP mehr. Das ist nicht so gut. Ich habe doch hier irgendwo eine Höhle gesehen. Hier ist sie. Aber ist keine Höhle. Schade. Hier drinnen. Ja, eine Höhle. Sorry, ihr seht nur sehr schlecht. Dann mache ich hier mal ein bisschen heller. Ich weiß jetzt nicht, wie dunkel es bei euch ist. Also ich sehe gut jetzt. Und wir haben das erste Außen gefunden. Nehmen wir jetzt aber zuerst die Kohle. So. Und wenn ihr, ja, ein paar Wünsche habt, dürft ihr die gerne unten in die Kommentare schreiben, zum Beispiel welches Pokémon ich trainieren soll oder welche Challenge ich machen soll. Gut, das können wir nicht abbauen, das ist Blei.
glaube ich. Ich glaube, es ist Blei. Und das kann man dann nur mit einer Eisenspitzhacke abbauen. Hier unten ist noch mehr Eisen. Das ist gut. Und irgendwie mit einem Knopf kann man noch das Fenster kleiner machen. Das ist die Karte. Quests. So, mit O kann man es kleiner machen, gut. Dann nervt das große Fenster nicht so. Und hier haben wir Gold. Könnten wir eigentlich schon eine Werkbank und einen Ofen bauen. Und noch ein bisschen Dinge. Ich muss kurz die Fliege töten. Die ist mir entwischt. War eine schlechte Position. Also, Kohle. Zuerst Fackeln herstellen. Dann eine Workbench. So. Und jetzt noch ein bisschen Ding mitnehmen. Stein. Wir brauchen 8. So, Teilchen. Ja. Gut. Dann hier befeuern. Und jetzt Eisenerz gießen. Und hier können wir schon mal ausleuchten. Ein bisschen Kohle mitnehmen. Und wenn wir einen Eimer haben, dann können wir auch gleich das Wasser mitnehmen. Für Lava, damit wir Obsidian bekommen. Aber das können wir dann immer noch nicht abbauen, leider. So, einen Dollar haben wir schon mal bekommen durch den Sieg über Radfratz. Radfratz. Genau, Radfratz. So. Austauschen, gut. Jetzt brauchen wir noch 3 für den Eimer. Und das reicht mit dem Gießen hier unten. So. Haben wir hier oben noch irgendwas? Nö. Gut, dann Eimer. So. Das Wasser mitnehmen, bitte. Nicht wieder hinlegen. So, was haben wir hier? Hier haben wir scheinbar nicht mehr viel. Ist Sackgasse. Die Kohle nehmen wir jetzt mal nicht mit. Wir haben genug von Holzkohle. Und hier habe ich doch etwas gehört. Ein Graveler, ein Georock. Und einen Smaragd, 2 Smaragd. Gut. Und weiter geht's. Noch ein bisschen Kohle abbauen. Und dann gehen wir wieder nach oben. Wir haben ein paar Teile zum Bauen. Vor allem eine Heal Station möchte ich machen, wenn das geht. So, also gehen wir runter zum Ofen. Und ja, wenn ich denn die Healing Station habe, kann ich das Pokémon heilen und dann können wir das Pokémon auch besser wieder einsetzen. Als mit 3 HP. So, weglegen. Das Zeugs nehme ich wieder mit. Tu hier eine Fackel hin und jetzt gehen wir nach oben. So. Wir gehen jetzt mal hier hin. Vielleicht finden wir ja Diamanten, aber ich glaube es nicht. So, Eisen. Sonst nichts. Nichts.
Also hier nach oben gehen wir. Das scheint der alles klar, okay. Nehmen wir noch ein bisschen Blei mit. Bauxit. Ah, es wird erst Blei, genau. Wir legen noch die Holzspitzhacke weg, damit wir Platz im Inventar haben, falls noch etwas dazu kommt. Ich habe gesagt, weglegen. Beides können wir ablegen. So. Ja. Auf dem Server habe ich den Plan schon gehabt mit den Pokémon-Arenen und so. Und hier können wir wirklich richtige Städte bauen und so. Dann macht uns niemand die Arbeit kaputt. Weil es halt eben wieder Leute gibt, die einfach griefen müssen. Oder sowas. Und deshalb, ja, nicht so gern gesehen sind. Ich möchte euch mitnehmen. So, können wir noch eine Schiene mitnehmen? Ja. So, hier haben wir überall Pokémon-Geräusche. Und eine Fledermaus irgendwo. Zwitschitsch. Ich mag die Geräusche von den Fledermäusen. Ah, hier ist ein Fenchgate. Ein Fench. Schauen wir hier rüber. Nö. Gehen wir wieder runter. Und weiter geht's. Also es wird wahrscheinlich doch einen längeren Aufenthalt halt. Doch gut, wenn wir so viel Sachen finden. Gästen brauchen wir nicht. Kann man die nicht stacken? Dann nehmen wir nur einen mit. Und dafür die Fench geht. Fench. Ah, Mann. Hat einfach Zaun. Nicht Zauntor. Ach, nennen wir den Zaun. Ich habe lange Survival Games gemacht und da hat man halt die englischen Namen gebraucht, um mit den Kollegen zu reden. Und auch früher, als es noch keine deutsche Version gab, habe ich mich halt so orientiert und jetzt ist es fest geblieben. So, ich möchte gerne hier hin. Aber ich möchte irgendwie hier nach oben. Einen Riss, okay. So. Ich möchte nach hier oben, habe ich gesagt. Dann gib mir mal Stein. Bruchstein. Eisen haben wir hier. Hier ist nichts. Ich möchte wieder hier nach oben. So. Haben wir hier noch etwas? Ist der Stollen schon vorüber? Ach Gottchen. Je nach Treten will ich mal schauen. Was haben wir in dieser Schlucht so? Geh mal weg, was? Ja, da gehen wir hier rüber. Hier haben wir ja noch einen Weg. So. Und erkunden die Höhle weiter. Vielleicht finden wir ja einen Spawner oder so. Aber ich denke nicht. Diese wurden so selten. Also sie sind schon häufig, aber man geht natürlich niemals an den Spawner vorbei. Und mit meinem Glück, naja, werden wir wahrscheinlich keinen finden, aber es bringt auch nichts, wenn wir Peaceful spielen. Aber wir können natürlich Difficulty eingeben, das Monster spawnen, aber ich glaube,
Es spawnen keine Monster. Ich könnte mich aber auch täuschen, aber... Aber die Kisten sind sowieso die profitabelsten. Trill, was ist denn das für ein Pokémon? Ich möchte die Gravel mitnehmen. Dafür lege ich weg den Stock. Also die Stöcke. Die kann man so schnell wieder selber kräften. Da. Und ich habe die... Aha, ich habe die Minimap ausgemacht. Ich möchte aber nicht im Ding landen. Dann gehe ich jetzt hier nach oben zum Hausplatz. Ja, danke. Oh, jetzt haben wir den Fluss angegraben. Müssen wir noch ein bisschen weiter nach drüben. So, und jetzt nach oben. Ah. Immer noch Wasser. Ist nicht gut. So, jetzt. Hier haben wir noch Kohle. Und es regnet in Strömen. Irgendwie habe ich das Neizeugs nicht. Nutzerinterface. Muss den dann noch einbauen. Den will ich schon gern haben. So. Können wir den Regen ausmachen? Ja, toll. So. Wo haben wir die Sachen? Hier haben wir die Sachen. Dann können wir hier schon mal eine Kiste platzieren. Wir haben gleich zwei. Super. So. Hier legen wir das Zeug, das wir momentan nicht brauchen, hinein. Das können wir auch anpflanzen. So, also zuerst einmal den Ofen drauf. So, hier haben wir Kohle jetzt. Und jetzt gießen wir das Eisenerz. Und oben machen wir das Bauxit rein. So, hier möchte ich schon mal den Boden machen aus Tropenblättern. So, Eisen, Bauxit, Aluminium ist es. Aha, es ist nicht Blei, es ist Aluminium. Okay, ja, das hat so violetten Charakter, das Holzfarbe. Das ist jetzt nicht so mein Geschmack zum Haus bauen. Dann werden wir das nicht benutzen. Zum Feuerholz vielleicht. Ja. Aber sonst nicht. Und hier haben wir ein Kammerrupt, glaube ich. Keine Ahnung. Ah, den kommt ja. Alpha Saphir und, oder Alpha Rubin und Omega Rubin und Alpha Saphir, genau. Oh, schade, habe ich noch kein 3DS, aber ich werde mir wahrscheinlich einen holen und es eventuell danach Let's Playen, aber ich glaube, das ist sowas von überproduktiv. Also, es werden so viele Leute Let's Playen. Eventuell mache ich dann auch eine Challenge.
aber jetzt noch nicht. Also, ja, wenn es dann erscheint, natürlich. Also, ja. Hausbauen steht jetzt an. Dann steht an, eine Heal Station zu machen. Und eine Heal Station braucht, glaube ich, ich weiß nicht, wie man die macht. So platte Dinge brauchen wir. Hier haben wir Iron Disc. Oder geht es nur mit denen? Ja, dann ich muss sowieso eine neue Aufnahme machen, dann werde ich kurz schauen, wie die Crafting-Rezepte so gehen. Bis gleich.